Moin. Thema Corona Verdacht oder Zukunftsfälle ja auch üblich ist, dass man schnell und umfangreich informiert, einfach um zu gucken, wie ist der sachliche Stand. So, das ist also so, dass wir im Bereich Oldenburg-Ammerland den ersten Fall festgestellt haben und sehen auch schon an den Teilnehmern, dass wir sozusagen beide Bereiche berühren, also einmal den Landkreis Ammerland und einmal den Stadt Oldenburg, deswegen sind beide Vertreter da, der Landrat Jörg Schemsberg aus dem Ammerland, der Oberbürgermeister Jürgen Kruppmann von der Stadt Oldenburg, jeweils die Leiter der Gesundheitsämter, Dr. Vogelsang und Dr. Petermann und die Sozialdezernentin der Stadt Oldenburg, Frau Sachse. Und wir haben verabredet, dass Herr Schemsberg beginnt und einsteigt. Ja. Genau, ich muss eben einmal die Mikro sortieren. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute den ersten bestätigten Covid-19-Fall im Landkreis Ammerland. Das ist passiert. Wir haben die Information bekommen, dass ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Rastede zum Karnevalfeiern in dem Ort Kahlenberg in der Nähe von Heinsberg gewesen ist. Von dort ist er am 26. Februar wieder zurück in die Heimat gefahren. Und weil er sich nicht ganz gesund gefühlt hat, ist er nicht an seine Heimatadresse ins Ammerland gefahren, sondern gleich zu seiner Mutter hier in Oldenburg, bei der er dann auch geblieben ist. Er hat am Montagmorgen dann seinen Hausarzt kontaktiert, der ihn aufgefordert hat, auch zu einer entsprechenden Untersuchung zu kommen. Diese ist dann durchgeführt worden in der erforderlichen Art und Weise mit den entsprechenden Vorsorgemaßnahmen. Das heißt, der Patient wurde bereits vorbetreten der Praxis in Empfang genommen, in einen separierten Raum verbracht. Die Mitarbeiter, die sich darum gekümmert haben, waren alle entsprechend mit Schutzausrüstung versehen. Es ist ein Abstrich gemacht worden und das Ergebnis ist heute dann übermittelt worden, dass der Verdacht sich bestätigt hat. Der Mann ist weiterhin bei seiner Mutter hier in Oldenburg und das ist auch mit der Grund, weswegen wir gemeinsam hier sitzen und ist dort isoliert worden. Welche Maßnahmen wir darüber hinaus noch ergriffen haben, das erfahren Sie sicherlich fachkompetent oder der Leiter des Gesundheitsamtes, der das dann auch entsprechend fachlich qualifiziert Ihnen jetzt vortragen kann. Sie sind häuslich isoliert, weil er nicht so schwer krank ist. Und also er hat leicht erhöhte Temperatur. Heute Morgen hat er 37,1. Er hat Gliederschmerzen, Halsschmerzen, ist aber nicht schwer krank und deswegen hatte der Hausarzt ihn auch dann
zu Hause behandelt. Eine Krankenhauseinweisung war also medizinisch nicht notwendig. Deswegen haben wir ihn zu Hause isoliert. Isoliert heißt, er ist auf die Wohnung beschränkt, zusammen mit seiner Mutter, die ja Kontaktperson ist. Sind die beiden dann in Quarantäne und sie dürfen die Wohnung nicht verlassen. Auch untereinander sollen sie den Kontakt meiden, weil die Mutter ja Kontakt hatte, aber sie sollte ja sobald nicht infiziert werden. Der wird sich, er bekommt von uns eine schriftliche Verfügung, er wird täglich von uns angerufen und wird dann täglich Fieber messen, damit wir auch in Kontakt sind, wie es ihm geht. Aber glücklicherweise ist der Krankheitsverlauf bislang nicht sehr schwer. Dann haben wir, nachdem wir es hören, natürlich sofort in Oldenburg bestimmt, wie wir das machen. Und wir haben für unseren Part haben wir dann die Kontaktpersonen ermittelt. Das gehört zu unseren Aufgaben. Laut den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes geht man davon aus, dass 2 Tage vor Erkrankungsbeginn, also vor den ersten Erscheinungen, dass er da ansteckend sein kann. Und deswegen haben wir ihn befragt und ermittelt, zu wem er Kontakt hatte in der Zeit 2 Tage vorher. Und das war seine Mutter, die ja schon isoliert ist. Und es war ein Freund und dessen Freundin. Und daraufhin haben wir auch den Freund, der in Ammerland wohnt, meine liebe Schwede, haben wir auch häuslich isoliert und in Quarantäne gestellt. Er hat die gleichen Auflagen bekommen für 14 Tage, dass er zu Hause bleibt. Er wird von seinem Freund versorgt. Die Freundin dieses jungen Mannes kommt aus Wilhelmshaven und die war auch Kontaktperson und die hält sich bei ihrem Freund auf, auch in Wiefelstede. Das heißt, wir haben in Oldenburg jetzt 2, den erkrankten Mutter, die dort isoliert sind, und wir haben in Wiefelstede im Ammerland 2 Kontaktpersonen, die also gesund sind, ja, die aber isoliert sind und die sich, mit denen wir auch täglich Kontakt haben und beobachten, kann jetzt Erscheinungen auftreten, dann würden wir Abstriche machen, aber die werden wir mal beobachten. Dann haben wir über diese engen Kontakte noch weiter ermittelt. Das sind die Kontaktpersonen hier aus dem Umkreis. Er hatte also am Abfahrtstag in Nordrhein-Westfalen hatte er auch noch Kontakt zu 6 Personen dort. Und da haben wir die dortigen Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen informiert. Er hatte dort da vorhin gewohnt. Und genau, das ist einmal das Gesundheitsamt Heinsberg und das Gesundheitsamt Aachen. Die haben wir beide angerufen bzw. per E-Mail informiert, damit die auch dort die entsprechenden Maßnahmen erreichen. Ja, vielen Dank. Soweit das mal, dann kann ich der Oberbürger machen. Ja, meine Damen und Herren, der Tag hat für uns eine gute oder eine schlechte und eine gute Nachricht verraten. Schlechte und unerfreuliche ist das Covid-19 jetzt, also Corona-Virus, wie man ja auch in der Region Oldenburg angekommen ist. Nachweislich angekommen ist. Ich finde aber die gute Nachricht, dass bis hierhin, das konnte er glaube ich sagen, und dann bin ich auch in enger Aktion mit dem Kollegen Benzberg, dass wirklich die Dinge getan wurden, die getan werden sollten, die wir uns ja, das darf man sagen, seit Wochen auch schon vorbereiten, dass die auch so funktioniert, dass wir dürfen haben. Von daher sage ich mal, ist das natürlich nicht schön jetzt, dass wir diesen Ausbruch oder diesen Fall hier haben, aber es zeigt auch, dass wir sozusagen Maßnahmen abgesprochen haben, die auch soweit funktionieren. Wir haben uns auch von Anfang an, das hat mir ganz ehrlich gesagt, innerhalb der Region auch eng abgestimmt. Wir haben heute Morgen gleich telefoniert. Ich habe auch heute mit der Sozialministerin noch telefoniert, die natürlich auch diesen zweiten Fall in Niedersachsen registriert hatte und wo wir uns nochmal über das eine und andere verständigt haben. Wir waren gut vorbereitet und bis hierhin kann man sagen, haben wir das auch ganz gut bewältigt. Wir müssen jetzt sicherlich auf alle Chance, dass wir auch in den nächsten Tagen auf mögliche weitere Fälle, die man nicht ausschließen kann, vorbereitet sind, aber bis hierhin würde ich sagen, kann man zunächst mal lobend alle Beteiligten aussprechen, die hier den Job gemacht haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass das natürlich auch für viele Oldenburgerinnen und Oldenburger, auch für viele Ammerländerinnen und Ammerländer erstmal ein Schreck ist, dass man sagt, jetzt ist es eben auch bei uns angekommen. Aber aus unserer Sicht hat sich an der grundlegenden Situation in Niedersachsen jetzt noch nichts geändert und wir hoffen natürlich auch, dass es noch nicht lange so sein wird. Es gibt also jetzt keinen Grund für Panik oder für besondere extreme Verhaltensänderungen, aber natürlich die allgemeinen Vorsichtsmaßregeln, die Sicherheitsmaßregeln, die ja seit Tagen auch schon vom Robert-Koch-Institut und anderen kommuniziert werden, die sollte man jetzt natürlich noch intensiver
beurteilen. Das macht sicherlich Sinn. Also im Grunde, wie es auch schon die Bundeskanzlerin gesagt hat, also Maß und Mittel bewahren bei der ganzen Geschichte, aber sehr ernsthaft wirklich alle die Dinge abarbeiten, von denen man weiß. Ja, das ist die Situation aus der Sicht der Stadtordnung für heute. Ich schaue jetzt mal Richtung unseres Gesundheitsamtsleiters und der Gesundheitsdirektorin, Frau Sachse, die das hier fachlich bearbeiten bei uns. Wollen Sie das noch ergänzen, dann würde ich den Apparat zu Ihnen rübergeben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Zuständigkeit ist dann nicht für die Mutter letztendlich, wo der Sohn ja ist und von ihm gepflegt wird. Wir sind im engen Kontakt mit der Mutter und auch mit dem Gesundheitsamt Ammerland. Letztendlich ist es so, dass es der Mutter sehr gut geht. Sie hat sehr umsichtig gehandelt, so ist es eigentlich, wie wir das am liebsten haben. Sie hat gleich sich isoliert und ihren Sohn isoliert. Sie hat gleich organisiert, dass sie versorgt wird. Es geht ihr gut und sie meldet sich, wenn es ihr schlechter geht, beziehungsweise wir nehmen sie in Kontakt. Von daher ist das alles gut gelaufen. Ja, vielen Dank. Das war ein guter Anschluss. Ich denke, dann würde ich schon mal Gelegenheit geben, da eine andere Nachfrage. Ja, wie heißt denn die Mutter aus dem Stadtteil? Das tangiert jetzt ein bisschen den Datenschutz. Das würde ich eigentlich ungern sagen. Die Mutter ist 56 Jahre alt, aber den Stadtteil, das würde ich dann jetzt nicht so gerne sagen wollen. Ja, Matthias Schuch an der Fernsehen. Was mich mal interessieren würde, wir haben jetzt hier einen Fall, wo die Quarantäne relativ gut funktioniert, weil möglicherweise Verwandtschaft da ist. Gibt es denn auch Vorkehrungen für Menschen, die sich vielleicht nicht auf jemanden verlassen können, der sich so kümmert? Also wie sieht das da aus, wenn zum Beispiel jemand isoliert werden muss oder in Isolation muss, der erstmal ja, niemanden hat, der vielleicht sich um Nahrung oder um andere Notwendigkeiten kümmern kann? Gibt es da gerne? Ich kann was dazu sagen. Wir haben uns natürlich in der Vergangenheit zusammengesetzt mit den verschiedenen Institutionen. Also wir machen Besprechungen mit Krankenhäusern, wir machen Besprechungen innerhalb der Krankenhäuser und wir haben uns natürlich auch innerhalb der Stadtverwaltung zusammengesetzt. Und ich kann Ihnen sagen, dass da dann die entsprechende Unterstützung, wenn jemand in eine solche Notlage gerät, erfolgen wird über die entsprechenden Dienste, die wir in der Stadtverwaltung haben. Und das gilt wahrscheinlich dann auch für die Region bzw. das Sammeln. Also Sie können ja nichts planen, was Sie nicht in irgendeiner Weise vorher eingrenzen können. Und das sind ja dann extrem individuelle Fälle. Beginnend mit der Örtlichkeit und endend mit den persönlichen Lebensumständen des Menschen. Insoweit würde ich Ihnen hier etwas vormachen, wenn ich sage, das haben wir alles geplant. Aber was wir haben, ist, dass wir auf jeden Fall in einer solchen Situation den Menschen nicht mit seiner Problematik alleine lassen, sondern in seinem sozialen Umfeld oder gegebenenfalls mit Unterstützung von sozialkreativen Organisationen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Ja, wie funktioniert das praktisch? Die Essenslieferung, Nahrung, Getränke, kann man sich das denn vorstellen? Das knüpft so ein bisschen an, was der Kollege gefragt hat. Also wenn ich da jetzt alleine wäre und könnte nicht bekocht werden oder im Supermarkt kein Mehl mehr bekommen, wie funktioniert die alltägliche Versorgung? Naja, das ist ähnlich wie in anderen Erkrankungen auch. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir auch schon mal schwere Erkrankungen hatten und möglicherweise nicht zu essen zu Hause, dass man Verwandte oder Freunde bittet, Lebensmittel vorbeizubringen. In diesem Fall stellt man sie dann sinnvollerweise vor die Tür, so um sich natürlich nicht zu infizieren. Aber das ist ja nicht das Problem. So ist es ja auch dann nicht übertragbar. Aber ich glaube, diese Versorgung ist relativ einfach und dass wir hier in einen Versorgungsmangel in Supermärkten kommen, das ist auch eher unwahrscheinlich und ein gewisses Grundkontingent hat auch jeder zu Hause. Aber wichtig ist dann tatsächlich, wenn jemand sagt, ich habe nichts mehr zur Verfügung, dann stellen wir es sicher. Das haben wir in verschiedenen Besprechungen, so wie es Herr Dr. Petermann gesagt hat, schon mal vorgesprochen. Was könnte alles auf uns zukommen? Was tut auch eine Stadtverwaltung? Was tun wir auch für unsere eigenen Verwaltung, genauso wie das viele Firmen tun? Das ist, glaube ich, eher eine leichte Übung, dann Menschen nochmal mit Lebensmitteln oder vielleicht auch mit selbst gekochtem Essen zu versorgen. Sie haben ja einen Fall angesprochen, der ja eigentlich eher dann greifen würde, wenn wir eine flächendeckende Situation haben. Wir stehen aber immer noch in einer Situation, wo es sich um Einzelfälle handelt, die wir mit den vorhandenen Hilfeszenarien auch problemlos abdecken könnten. Und man muss natürlich sagen, sollten wir höheren Ressourcenbedarf haben durch die
nach Epidemie oder durch die Infektion, dann werden wir natürlich auch im Stande aus den Ressourcen, die wir haben, auch nochmal Prioritäten zu setzen innerhalb der Verwaltung. Wir sind in der Verwaltung mit fast 3000 Beschäftigten. Also ich sag mal, wir könnten sicherlich auch noch, wenn es erforderlich wäre, das hinauffallen, ist aber im Moment überhaupt noch nicht das Szenario, das muss man wirklich sagen. Das deckt sich vielleicht nicht mit dem, was einige Medien inzwischen schon melden, aber wir stehen wirklich noch in einem geringen oder mäßigen Infektionsrisiko und haben wirklich mit Einzelfällen zu tun. Ich würde auch gerne auf Antworten den Kollegen Dr. Vogelsang entschuldigen, wie das dann folglich ist. Dann kommt das eine zum anderen. Er hat einen akuten, schwierigen Krankheitsfall in der Familie und er hatte mir vorher schon gesagt, wenn der Anruf kommt, dann würde er gerne rausgehen, weil ich bitte um Ihr Verständnis. Für solche Fälle gibt es ja aber auch klassische Dienstleister, bei denen man dann Nahrungsmittellieferungen organisieren und auch bestellen kann. Und oder es gibt solche Einrichtungen wie das Deutsche Rote Kreuz, die darauf ja spezialisiert sind, auch aus dem Stand heraus gegebenenfalls in größerem Umfang auch Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, unabhängig davon, dass ich nicht im Moment die Fantasie habe, dass wir in eine solche Großsituation hineinkommen, aber selbst für solche Dinge gibt es selbstverständlich generelle Szenarien, die nicht zwingend jetzt nur auf einen solchen Erkrankungsfall zurückzuführen sind, wie man dann sicherstellt, dass die Menschen mit dem Nötigsten versorgt sind. Ich würde gerne noch mal wissen, wo war denn der Hausarzt? War der im Ammerland oder hier? Und mich würde noch mal interessieren, rufen wir dann eigentlich alle dann unseren Hausarzt an oder gibt es nicht mal eine zentrale Stelle, wo man hingeht? Man hört auch, einige Ärzte wären gar nicht in der Lage, diesen Test zu machen. Also das fragen die Leute ja auch immer wieder. Gibt es mal irgendwie einen Ort, eine zentrale Stelle, eine Telefonnummer, wo wir uns alle hinwenden können? Noch nicht. Das ist in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung. Dort laufen die ersten Planungen in Abstimmung auch mit dem Ministerium für Soziales. Weiter kann ich da leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber ist jede Hausarztpraxis in der Lage, also auch mit dieser Schutzausrüstung, also wir haben Ärzte gesagt, das könnte ich gar nicht. Sie müssten dazu in der Lage sein. Und wie weit sie es tatsächlich sind, sie müssen auch in der Lage sein, das ist generelle Pflicht eines jeden Arztes, sich mit den entsprechenden, sich und seine Mitarbeiterschaft mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen auszustatten. Und zwar prospektiv und nicht erst, wenn die Situation eintritt, dann in den Supermarkt laufen oder wo man die auch immer dann herholt, um zu sagen, habt ihr noch was? Das ist die Pflicht, die Arztpraxen zu erfüllen haben. Inwieweit sie dieser Pflicht tatsächlich nachgekommen sind, das entzieht sie natürlich an solchen. Ja, noch eine Frage. So eine ganz praktische Frage. Wie funktioniert denn jetzt die ärztliche Kontrolle, muss man sie nennen, die Patienten oder die da in der häuslichen Quarantäne sind, messen die selber Fieber und sie vertrauen dann darauf, dass das alles in Ordnung geht? Oder geht da ein Arzt und guckt sich das an? Würde einen eher mal beruhigen, wenn da den Arzt an. Das ist ja mehrstufig. Die erste ist ja die Isolation in der eigenen Wohnung, wenn entschieden wird, der Betroffene ist so gesund, dass er in der Häuslichkeit bleiben kann. Er bekommt ein Schreiben, und eventuell sagte das gerade schon, wo auch Auflagen drinstehen, unter anderem, dass er Temperatur messen soll, wie er sich zu verhalten hat und dass er eben entsprechende Listen auch führen soll, dass man das nachvollziehen kann. Aber das Gesundheitsamt, das jeweils zuständige, ist natürlich gehalten, Kontakt zu diesen Menschen zu halten. Das heißt also, für Stadt Oldenburg kann ich sprechen, zu der Mutter halten wir Kontakt. Sie hat auch diese Auflage bekommen und ich frage die Temperatur ab. Und ich habe mit ihr telefoniert und habe ihr natürlich gesagt, wenn es ihr schlechter gehen sollte, soll sie die Hausärztin anrufen, die dann sicherlich mich informieren wird, das muss sie machen. Und dann werden entsprechend weitere Maßnahmen getroffen, nämlich ob sie zum Beispiel ins Krankenhaus muss oder nicht. Oder wie das dann weitergeht. Aber das ist auch individuell zu entscheiden und kann nicht allgemein so nicht festzustellen. Aber ich habe das nicht verstanden, es hat sich kein Arzt angeguckt, den Patienten. Natürlich, ich muss erst. Aber jetzt sind die Patienten. Also morgen. Der Patient war ja, der Erkrankte war ja beim Hausarzt. Ja. Ne? Und,
Der hat ihn dann versorgt und nach Hause geschickt und hat ja auch den Abstrich gemacht. Und der ist in Kontakt mit dem Arzt sind wir in Kontakt und mit dem Patienten sind wir in Kontakt. Und ich habe natürlich auch durchgesprochen, wie geht es ihm, deswegen hatte ich jetzt am Anfang auch gesagt, man kann ja auch überlegen, ob er ins Krankenhaus geht. Ne? Also je nachdem, wie es ihm geht, konnte er stationäre Behandlung gehen. Aber er hatte so einen bislang mäßigen Verlauf mit 37,1 Temperatur, dass das nicht erforderlich ist. Ne? Und wir sind in engem Kontakt, wir rufen ihn da an, bis zweimal Temperatur. Also wir sind mit dem Patienten in Kontakt und mit dem Hausarzt in Kontakt. Und wenn es dem Patienten schlechter geht, dann werden wir aktiv werden. Ne? Ich würde das dann an Luca, die überlegt mir auch, ob da der Fall jetzt besser krank ist. Ne? Also wir sind dabei, aber ich glaube, dass das so gut geht. Ne? Wir sind also in Kontakt. Und zu dem Arzt hat der Herr Winzburg ja vorhin schon gesagt, ich denke, das ist ganz wichtig. Er hatte ja vorher angerufen, die Arztpraxis, und Bescheid gesagt. Und daraufhin sind die also rausgekommen, schon in Schutz, haben ihm einen Mundschutz ins Auto gegeben. Und da war also alles, man hat in der Regel in der Vorschrift, da haben wir nochmal eingehend besprochen. Ja. Da ist also kein ungeschützter Kontakt gewesen, sodass sonst hätte man ja die Personen auch einschränken müssen. Deswegen, also da ist keine Ansteckungsgefahr in der Praxis für die Patienten und für die Angestellten, ne, sodass man da also sicher sein kann. Es sind nur diese beiden Ansteckungsfälle, sonst nicht. Okay, soweit. Eine Frage noch. Sie gehen ja davon aus, dass er sich beim Karneval angesteckt hat. Jörg Jung, MWZ. Bei welcher Veranstaltung war er denn? Das habe ich noch nicht genau ermittelt. Also wir wissen, dass er in Palenberg, so heißt das, bei einer Karnevalsveranstaltung war. Und wir haben die Kontaktpersonen weitergegeben an die dortigen Gesundheitsämter vor Ort. Da haben wir nicht ermittelt. Das ist auch dann Sache der dortigen Gesundheitsämter, Gesundheitsamt Rheinsberg und Gesundheitsamt Hagen. Weil es da noch gar keine Corona-Fälle bisher gab. Deswegen. Also in Übach, Palenberg gab es noch keinen. Ja. Ich glaube, wir wissen jetzt nicht so genau, ob es nicht möglicherweise die gleiche Karnevalsveranstaltung war, über die insgesamt geredet wird. Aber das ist für uns jetzt auch nicht so relevant, weil es natürlich die dortigen Gesundheitsämter, die dortigen Behörden sich darum kümmern. Das nehmen wir auch alle wahr, dass das geschieht, dass von da auch nochmal jemand woanders hinkommt, jetzt hier zu uns. Damit muss man tatsächlich auch an verschiedenen Stellen rechnen. Und man weiß, dass derjenige nicht unterwegs noch getankt hat, Leute am Geldautomaten getroffen hat oder sonst was. Der ist durchgefahren bis nach Oldenburg. Also nach dem, also das sind die Kontaktpersonen, wir haben ihn gefragt, wo er Kontakt hatte. Ne? Und es ist natürlich auch so, dass nicht jeder Kontaktpersonen sind die Sprechkontakt haben mit Abstand über längere Zeit, über mindestens Viertelstunde. Und da war jetzt gar nicht. Es ist nicht so, dass man fährt und dass jeder, der in der Toilette war, jetzt angesteckt wird. Ne? Also das sind die Sprechkontakte und das sind auch die relevanten. Es ist was anderes, muss ich auch sagen. Es gibt ja noch andere Erkrankungen, da ziehen Sie weiter wahrscheinlich drauf, die noch ansteckender sind. Ja? Das sind die Windpocken, die werden durch den Wind übertragen oder Masern werden, wenn man Masern. Da hatten sich zwei Geschwister angesteckt, die waren nur im gleichen Raum, hatten aber nicht miteinander geredet. Ne? Also hier bei diesem Coronavirus ist es der Sprechkontakt. Eine äußere Online-Zeitung. Ich wüsste gerne, ob die Kliniken sich in besonderer Weise vorbereiten müssen. Im Ammerland und im Augenblick. Ja, ja. Die Kliniken haben sich unabhängig von der Frage dieses konkreten Falles natürlich seit geraumer Zeit vorbereitet, haben entsprechende Vorkehrungen getroffen, haben sowieso Isolierzimmer, über die sie verfügen, und haben sowohl alles für entsprechende Belegungen vorbereitet, können das im Zweifel auch noch ausweiten und haben selbstverständlich auch mit dem medizinischen Personal alles durchgesprochen und beschult. Also das ist, ich glaube, das kann ich so noch sagen, für die Kliniken eher ein normales Geschäft, sich auf so etwas einzustellen. Das kann ich für Oldenburg auch bestätigen, dass auch das Klinikum Oldenburg sich um das für die Vorbereitung dieser Thematik auseinandersetzt und entsprechend vorbereitet ist. Also man merkt vielleicht im Moment nicht alles, was, sag ich mal, in Vorbereitung derzeit läuft, ist jetzt immer auch Gegenstand von Berichterstattung. Gehen wir einfach davon aus, dass
die zuständigen Stellen, soweit ich das hier beobachte, ja nicht erst seit diesem Fall, sondern schon in den letzten Tagen und Wochen sich mit der Thematik auseinandersetzen das sehr genau im Auge haben. Das gilt ja, weil ich nur das Team, ich das ergänzen darf, sondern es gilt, ja, es gilt aber für alle drei Kliniken, und das ist auch nochmal wieder das Besondere, dass alle drei Kliniken sich miteinander verständigt und auch Informationen rausgegeben. Herr Dr. Petermann hat das federführend immer selbst begleitet, wenn man sehr großen medizinischen Standort steht, ist es natürlich an der Stelle wichtig, dass die drei großen Krankenhäuser hier sich absprechen, wie sie mit Fällen dann umgehen wollen und so weiter. Also das ist hier in Oldenburg umfassend erfolgt. Kann man dann spielen, das ist der Sache, auch die, das Klinikzentrum hat so seine Vorgaben gemacht, da haben wir einen Kontakt. Das ist ja alles relativ klar. Ja, also, ich war mit dem Klinikzentrum am Montag, gab es eine Frage, morgen ist nochmal eine. Ich war am gestern Abend in Ehrwecht bei den niedergelassenen Ärzten. Wir hatten da eine Besprechung, da haben wir uns abgestimmt, wie man mit was umgeht, ne, welche Fallkonstellationen. Morgen haben wir auch nochmal ein Gespräch mit dem Rest der Steder, niedergelassenen Ärzten, mit der KV. Also, wir sind da in engen Kontakten. Das halte ich auch für ganz wichtig, dass jeder weiß, was der andere tut, damit das hier auch so gut klappt wie in diesem Falle, wo der niedergelassene Arzt das ja eigentlich, finde ich, sehr gut gemacht hat. Okay, da haben wir noch eine Frage noch zu dem Patienten, dem 21-Jährigen. Hatte der, war das bei vorherigen Erkrankungen, sagen wir sogar, hatte er eine Vorerkrankung, weil durch irgendwas geschwächt, sondern ganz normal gesund, wurde davon angeflogen und du hast überhaupt keine Vorerkrankung. Okay, dann schaue ich nochmal in die Runde, ob es noch Nachfragen gibt. Ansonsten gibt es bestimmt die ein oder anderen Anfragen für O-Töne im Nachgang. Das können wir aber auch gerne einrichten. Dann vielen Dank, soweit.